Bonjour et bienvenue à Fort Undert avec Louis Legrand et Stephen Le Magnifique. Arthur est un perroquet et boum, c'est le choc. Französisch, Steffen? Ja, oui, oui, Baguette. Leider ist mein Französisch nicht mehr so gut, Louis. Aber ja, Französisch. Ja, Französisch. Denn, Wahnsinn. Warum? Ja. Wie du es vielleicht schon im Intro gemerkt hast, haben wir da ein französisches Lied. Je ne regrette rien von Edith Piaf, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Herzlichen Glückwunsch. Leider ist Frau Piaf schon gestorben am 10. Oktober 63. Aber es ist irre, die kenne sogar ich und ich kenne sogar diesen Song. Die ist von vor 100 Jahren geboren. Ja, hat sehr viele Chansons gesungen und war sehr berühmt und erfolgreich. Mhm. Ja, das Geburtstag von vor 100 Jahren. Übrigens, vor 100 Jahren sehr kalt, nur 0,3 Grad Celsius in Berlin. Mhm. Ja. Aber kommen wir mal auf die Situation von vor 100 Jahren zu sprechen. Es war ja nicht nur temperaturmäßig sehr kalt, sondern auch die politische Situation war sehr kalt, Luis. Ich habe gehört, du hast da ein paar Zahlen und Fakten vorbereitet. Ja, und zwar haben zwei Zahlen mal rausgefunden, die jetzt heute von vor 100 Jahren gemeldet wurden. Und zwar, die erste Zahl ist, Neuseeland hat bislang 109.683.000 Mann für den europäischen Kriegsschauplatz gemeldet. Das heißt einfach, über 100.000 Neuseeländer kämpfen im Ersten Weltkrieg in Europa. Du sagtest, wie viel waren das jetzt nochmal? 100.000. 100.000, okay. So. Das ist sehr viel. Wie viele Einwohner hat denn Neuseeland überhaupt? Ja, das ist halt dann die spannende Verhältnisgröße. Und damals, von vor 100 Jahren, haben in Neuseeland etwas mehr als 1 Million Einwohner gezählt. Das heißt, 8% aller Neuseeländer sind in Europa im Einsatz. 8% aller Neuseeländer sind in Europa im Einsatz. Das heißt, im gesamten Ersten Weltkrieg haben 42% der männlichen Bevölkerung im Krieg gedient. Das ist der Wahnsinn. Also praktisch eigentlich jeder zweite Neuseeländer war in Europa und hat Krieg geführt. Du hast ja mal erzählt, als du in Neuseeland warst, dass da auch sehr viele Denkmäler errichtet worden sind zu diesem Ersten Weltkrieg. Ne? Also das ist in Neuseeland ein einschlagendes Ereignis gewesen. Muss man sich mal vorstellen. Das würde umgekehrt bedeuten, dass jetzt aktuell 8 Millionen, nee, oder 9 Millionen Deutsche in Neuseeland Krieg führen würden, wenn man das auf heute übersetzen würde. Und eigentlich jeder zweite Deutsche mal in Neuseeland Krieg geführt hätte, wenn man das andersrum übersetzt. Das ist eine immens große Zahl. Also einfach im Verhältnis von diesen nur über 1 Million Neuseeländer irre viel. Mhm. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Zahl, und zwar knapp 130.000 Soldaten der britischen Armee sind gefallen, 350.000 sind verwundet und 71.000 sind vermisst. Also 200.000 Soldaten der britischen Armee sind entweder tot oder vermisst und 350.000 wurden bis jetzt verwundet. Seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges für Britannien. Korrekt. Okay, das ist sehr viel. Da interessiert mich jetzt auch mal die Relation. Hast du da was rausgesucht? Ja, ich habe hier mein Lexikon. Hier, da muss ich erstmal reinblättern. Was für ein Lexikon, Luis? Hier, das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Das Meyers kleines Konversationslexikon von, boah, das ist ein bisschen zu alt schon, von 1890 oder sowas. Von 1890. Ja, ich glaube, das ist 1890. Ich finde jetzt gerade nicht die Jahreszahl. So richtig schön in Leder eingebunden. Ja, okay. Und was sagt das Lexikon zu? Ja, ich meine 1890. Ist auf jeden Fall noch mal 20 Jahre älter als der Erste Weltkrieg. So, und jetzt gehe ich zur statistischen Übersicht des Britischen Reiches. Das Buch hat immer so Sondersektionen. Und zum Beispiel England oder das Britische Reich, wie es hier verzeichnet ist, hat einen eigenen Sonderteil mit einer schönen Karte. Die ist auch echt hochwertig und sehr schön. Und jetzt haben wir hier Verkehr der bedeutenden Hafen. Da erfährt man zum Beispiel, dass in London 144 Millionen 516.000 britische Pfund Sterling eingeführt wurden. Ja. Ja, was auch immer. Was auch immer das zu bedeuten mag. Aber wir waren jetzt halt dabei, 200.000 Soldaten der britischen Armee sind entweder gefallen oder vermisst und 350.000 wurden verwundet. Wie groß war die Armee einfach? Also eigentlich im Frieden in England, ne? Erzähl mal.
Ja, und zwar, also zumindest 1890, also 20 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, betrug die Stärke der regulären Infanterie 130.000 Mann und im Kriegsfall 205.000 Mann. Also praktisch also fast die doppelte Armee im Frieden und die gesamte Armee im Kriegsfall von 1890 ist jetzt schon im Ersten Weltkrieg gestorben oder vermisst. Und dazu kommen nochmal, dass mehr als die 350.000 Verwundeten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ich rede jetzt nur von der Infanterie, ne? Dazu kommt nochmal die Kavallerie. Das sind 15.000 Mann. Dann kommt hier die Artillerie. Es ist hier genaue Aufstellung in diesem Buch, dass das 2 Brigaden Reitende, 11 Brigaden Garnisons, was ich, wo die alle stehen, 106 Festungskompanien und das sind irgendwie 50.000 Mann, nochmal Artillerie und die Kriegsflotte hat ein Flottenpersonal von 54.000 Mann damals. Aber das sind halt so die Divisionen. Also eigentlich ist schon mal die komplette Friedensarmee, weil das lässt sich sagen, weil ich denke mir, dramatisch wird sich an den Zahlen auch in den nächsten 20 Jahren nichts verändert haben. Also an Naja, den Mannstärken. ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich ein bisschen nach oben gegangen ist von der Mannstärke, aber auch Haben nicht das, sehr, sehr viel. also jetzt aber nicht so, es wird sich nicht verdoppelt haben, ja, Nee, und nee, wenn jetzt nee, nochmal das 20 denke ich nicht. Prozent herkommt. Also die These kann man schon aufstellen, dass grob die komplette Mannschaftsstärke der britischen Armee im Frieden bis jetzt im Ersten Weltkrieg gestorben oder vermisst ist, insgesamt. Das ist sehr viel. Also wenn man überlegt, also was ist die Bundeswehr, 250.000 Mann, da muss man sich vorstellen, die werden in den Krieg eintreten. Und nach 1,5 Jahren sind 250.000 Mann davon tot und tot oder vermisst und 350.000 verletzt. Ja, Clodwig und Harald hatten ja auch erzählt, dass in den letzten 1,5 Jahren immer sehr, sehr, also dass sehr stark Werbung gemacht wurde, dafür doch ins Militär einzusteigen. Also, ja, Ja. du weißt, was ich meine. Also das ist jetzt meine Vermutung. Es tut mir leid, Steffen, dass ich hier nur Zahlen habe von 1890 und keine Also aktuelleren von wirklich, vor 100 Jahren. Luis, ich kann so nicht arbeiten. Ja, das ist halt. Und dann haben wir noch eine spannende Sache, Steffen. Ja, erzähl. Na, und zwar der Henry Ford, kennst du den? Henry Ford, ja, da fällt mir sofort Fließbandfertigung ein. T-Modell hat man an jeder Uni BWL-Vorlesung, Henry Ford. Und mir fällt der Satz ein, das gleiche in Grün. Ja, also Henry Ford ist hier eine sehr umstrittene Figur. Wenn man den bei Google eingibt, findet man einige Einträge zu ihm, muss man so zu sagen. Er ist bekannt für die Fließbandfertigung und er ist auch bekannt, dass er seinen Arbeitern höhere Löhne gezahlt hat, mit der Überzeugung, dass wenn die mehr Geld haben, auch seine Autos kaufen. Und dass er Leute mit Geld braucht, die seine Produkte kaufen. Fand ich Ja. irgendwie eine ziemlich coole Theorie. Das hat einige Punkte, die wahrscheinlich gar nicht so falsch sind. Ja, und der Typ war auch Pazifist. Und der hat jetzt versucht, weil er ja ziemlich reich ist und einflussreich, den Präsident Woodrow Wilson zu beeinflussen, hey, Keule, mach mal Frieden, so nach dem Motto. Aber der Präsident hat abgelehnt. Ja, Und dann hat er sich gesagt, okay. wahrscheinlich wollte er nicht so gern mit Keule angesprochen werden. Ja, ich denke mal auch so, zum Präsidenten gehen und sagen, hey, Keule, mach mal was, ist nicht gut. Jedenfalls Ja. hat er sich gedacht, dann mache ich halt eine Privatorganisation und hat so ein Schiff gechartert, die Oscar II. Ja. Das war jetzt das Friedensschiff. Okay, also es gibt ein Friedensschiff. Das Oscar II, gechartert von Henry Ford. klingt so ein bisschen wie eine Sendung von der ARD. Ja. Gut. Und also er hat dann probiert, auf dem Schiff eine Friedenskonferenz zu halten, oder ist er damit irgendwo hingeschippert? Na, er hat berühmte Friedensaktivisten, wie auch immer er die ausgewählt hat, eingeladen, mit ihm auf diesem Schiff nach Europa zu tuckern. Okay. Und dann nochmal 50 Presseschamanen dazu. Und Ja. jetzt hat er damit gehofft, dass er mit diesen Presseschamanen, ganz also so Reportern, genug Publicity schafft, um halt die kriegsführenden Nationen aufzufordern, eine Friedenskonferenz einzustellen. Du sagst gerade nach Europa. Ich nehme mal an, aus gegebenen Gründen wird er vielleicht nicht nach Großbritannien, nicht ins Deutsche Reich, nicht nach Belgien und nicht nach Frankreich gefahren sein damit. Nee, nach Norwegen macht auch Sinn. Okay. Ist auch nicht gerade ungefährlich, mit so einem Schiff einfach mal von den USA nach Norwegen zu schippern. Nee, ich finde es erstmal löblich. Der Ansatz ist schon mal eigentlich sehr löblich, weil da schon mal U-Boote rum und überhaupt. Also der hat sich da schon aus seiner Komfortzone gewagt, der Henry Ford. Der hätte ja auch da auf seiner Villa hocken bleiben können und Geld zählen. Aber stattdessen chartert er ein Schiff.
man lädt irgendwelche Friedensaktivisten ein, packt noch ganz viele Reporter dazu und tuckert mal über den Atlantik. Und ich meine, da sieht man nur Sachen, wie es schief laufen kann an jeder Ecke. Aber er ist halt persönlich, hat er sich immer aus dem Fenster gelegt und geht ins Risiko, um halt Frieden zu bringen. Das finde ich erstmal doch schon sehr löblich. Ich gut. Kann mir vorstellen, dass auf so einem Schiff, wenn ich da jetzt ganz viele Friedensaktivisten habe aus verschiedensten Ländern teilweise, stelle ich mir gerade vor, dann wird es da sicherlich einige Diskussionen auch an Bord gegeben haben. Vielleicht sogar bestimmt auch ein paar Machtkämpfe oder sowas. Ja, genau, die gab es auch. Also so richtig ernst genommen wurde das nicht. Also das Schiff wurde als Narrenschiff bezeichnet. Und auch durch die Machtkämpfe, die du gerade angesprochen hast an Bord, war auch die Presse jetzt nicht so super überzeugt von der Aktion. Okay. Und dann brach auch noch die Influenza aus. Das heißt, es wurden auch noch alle krank auf diesem Schiff. Ja, ich muss halt sagen, leider. Ich habe jetzt auch gerade so einen spöttischen Ton drauf. Also eigentlich ist es halt wirklich schade, dass es halt nicht geklappt hat, weil das hätte Millionen Menschen das Leben gerettet und vielleicht auch den Zweiten Weltkrieg verhindert. Aber gut, hätte, wäre, wenn, wer weiß, was dann passiert wäre. Ne? Ja. Vielleicht hätten wir dann einen Atomkrieg schon gehabt, weil weiß der Geier was. Ja. Aber ja, also ich finde, das ist mal ein gutes Zeichen, dass jemand mit deutlich großem Kapital in Amerika sagt, hey, wir sind zwar noch nicht da im Krieg involviert, aber wir werben jetzt mal ganz groß für Frieden. Ja, und vor allem, man muss halt dazu sagen, ist auch eine klare Botschaft, wie ich finde, selbst wenn alle um einen rum den letzten Käsemist verzapfen, ich sag mal Käsemist in meiner Sprache, um andere Wörter zu vermeiden, kann man trotzdem das Richtige machen. Dann kann er immer noch sagen, okay, die Aktion war nicht gelungen und ich wurde verspottet und es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich habe hier das Richtige gemacht. Ich habe es versucht. Ich habe versucht mit dem Schiff, ich habe was gemacht. Ja. Mhm. Und dann am Ende, wenn die Abrechnung kommt, ja, kann man sagen, ich habe mein Leben dazu genutzt und es versucht, das zu verhindern und Frieden zu stiften. Funktioniert das nicht, aber hätten Millionen andere das auch gemacht, ja, vielleicht wäre was passiert. Vielleicht hätte es ja auch klappen können. So muss man es mal sehen. Und so ja, muss man es mal sehen. Ich finde das sehr, sehr löblich. Also das ist eine positive Aktion von diesem Henry Ford gewesen. Mit seiner Oscar 2. Mit der Oscar 2, das klingt super. Ja, Harald und Chlodwig wären sicherlich gerne auf diese Reise dabei gewesen. Am Anfang, sie waren es nicht. Im Nachgang war es gut, weil sonst wären sie jetzt krank und hätten Influenza. Von daher würde ich sagen. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Lass uns doch mal das letzte Mal in diesem Jahr zu Harald und Chlodwig seppen. Okay, und zwar greift euch diesmal bitte besser 2 Tassen Tee. Ne? Vor allem Glühwein. Glühwein geht auch. Eine Tasse Tee, eine Klasse Glühwein zum Nachspülen. Genau, denn wir reisen zurück zum 19.12.1915. Bouvier hier. Hallo Harald, ich bin's. Einen Moment, ich muss kurz die Schaltplatte ausmachen. So, hallo Chlodwig. Ja, sag mal, ganz unter uns. Was ist das denn für furchtbare Musik? Das ist gar keine Musik und ich muss dich bitten, offiziell hast du das gerade nicht gehört. Das ist nämlich, ich hab aber was gehört. Ja, das ist was ganz Geheimes und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was das ist. Ach so, also ich hab was gehört, aber eigentlich doch nicht. Frage ich mal andersrum. Das, was ich gerade nicht gehört habe, klingt absolut furchtbar. Und was ist das überhaupt? Das ist das ist ja klar, dass du dass du die Stimme nicht erkannt hast. Du hast ihn ja nie persönlich getroffen, so wie ich. Es ist der Kaiser Franz Josef I. Oh. Der hat jetzt erst letztens auf dem Schloss Schönbrunn eine Schallplatte aufgenommen. Das ist von dem Militär Witwen- und Waisenhilfsfonds angeregt, die Aktion. Aber ich muss dich bitten, dass du das offiziell noch gar nicht gehört hast, weil das nämlich erst Anfang nächsten Jahres in den Handel kommt. Mhm. Hm. Ja, es ist auch keine so schlechte Idee von dem Kaiser. Wer weiß, wie lange er noch lebt. Ich sag mal so, wir sind ja hier am Telefon unter uns, hört keiner mit und es kommt ja auch niemand auf die Idee, das zu überwachen. Von daher alles gut. Aber, ja, Franz Josef I., 85 Jahre ist er alt und in seinem 67. Thronjubiläum und ich habe gerade nicht gehört, deine Stimme. Sehr interessant. Also schon mal eine gute Gelegenheit noch, würde ich sagen. Ja, wer weiß, wie viele Jahre, Monate, Tage er noch macht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
Klotwig, was gibt es Neues? Wo treibst du dich denn gerade rum eigentlich? Bist du wieder irgendwie auf Reisen? Immer noch in Italien? Was gibt's Neues vom Balkan? Gibt's was Neues im Westen? Erzähl mal. Ach so, ja, also ich bin jetzt wieder aus Italien, bin ich erstmal wieder raus. Meine Redaktion hat gesagt, meine Fähigkeiten sind doch besser in Berlin eingesetzt. Und ehrlich gesagt, ich habe das so ein bisschen eingefädelt, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Balkan. Das da in irgendwelchen Dörfern und Höfen vor mich hin vegetieren und es ist auch alles so kompliziert und kein Komfort und man ist auch so weit ab vom Schuss und in Berlin ist man doch wirklich nah dran. In Berlin spielt aktuell einfach die Musik, wenn es darum geht, um den Krieg. Ja, Berlin ist sehr fortschrittlich. Ich habe gehört, da werden jetzt seit ein paar Tagen Berliner Frauen eingesetzt für diese Straßenbahn, die es dort gibt. Das stimmt, ja, die habe ich auch erst gestern gesehen in der Straßenbahn. Die wurden ja ersetzt, weil die Männer im Kriege sind oder im Felde stehen. Ja. Und ich bin einfach froh, wieder hier zu sein, weil ehrlich gesagt, die wirklich wichtigen Entscheidungen werden nicht unten da in den Alpen getroffen, sondern hier in Berlin. Ja, also weil das Osmanische Reich und auch das Osmanische Reich und das und Österreich-Ungarn, die sind ja ohne die Deutschen gar nichts. Ja. Das sind ja die den ganzen Machtblock am Laufen halten. Und ich bin jetzt wieder hier, wo ich hingehöre. Ich habe was geschickt eingefädelt und wir haben jemand Neues eingestellt. Der hat jetzt den Titel Balkan-Experte von mir sozusagen übernommen. Ah ja. Der Arme wusste gar nicht, worauf er sich da einlässt. Ah ja, das ist jetzt auch bestimmt sehr, sehr kalt da beim Balkan. Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem, so als Erinnerung, ist am Balkan wieder einiges passiert. Und erzähl mal, was ist denn bei den Dardanellen los? Sind die das ist ja total gescheitert. Die Aliten sind ja gelandet auf Gallipoli, in der Hoffnung, Istanbul einzunehmen, langfristig, mit ihren Truppen. Und die wurden aber an den Schluchten festgenagelt von Maschinengewehren und kamen gar nicht raus, furchtbare Verluste. Und die haben den Versuch aufgegeben und haben die Truppen praktisch wieder abgeschifft, weggeschifft, woanders hingefahren. Haben sie wieder abgezogen. Ja, aha. Sozusagen. Ja, jetzt wohl Bulgarien da mitmischt, das ist nicht mehr so einfach für die Entente. Ja. Mhm. Und ich denke mal, einige dieser Truppen, die sie jetzt weggeschifft haben oder abgezogen haben, sind jetzt in Griechenland, weil die Bulgarien ist in den Krieg eingetreten. Das hat dazu geführt, dass Serbien ausgefallen ist, weil ja die Flanke dann auf einmal offen war. Und die Serbien haben auch schon jetzt Mazedonien eingenommen. Und sozusagen ist der ganze Balkan jetzt in der Hand der Mittelmächte, außer Rumänien, die gerade und Griechenland. Und in Griechenland sind jetzt praktisch Truppen der Alliierten und die kämpfen jetzt gegen die verbündeten bulgarischen, deutschen und österreich-ungarischen Truppen. Ja, Rumänien war ja noch neutral, nicht wahr? Genau, ja. Wie Griechenland eigentlich. Griechenland offiziell ist es ja neutral, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, richtig. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, alles richtig, genau. Und jedenfalls, und der Frontverlauf ist ungefähr die Ländergrenze zwischen Griechenland und Bulgarien und Serbien. Das ist ja auch keine so kurze Grenze, also keine kleine Grenze. Ja. Mhm. Genau, Rumänien ist halt noch neutral, wobei die Tendenz eher in alliierte Richtung geht, munkelt man, aber in diesem Krieg weiß man nie, was passiert. Und halt Albanien hat den serbischen König und die Reste der geschlagenen serbischen Armee erstmal aufgenommen. Ja, Flüchtlinge in Albanien. Interessant. Ja. Und weißt du was? Ich weiß sehr vieles, mein lieber Klotwig. Ich weiß sehr vieles, aber erzähle weiter. Und zwar die Deutschen, die haben jetzt bald bessere Flugzeuge. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, dass ein Flugzeug aus Metall fliegen kann? Also ich meine, Metall fliegt doch nicht. Du meinst, das kann man sich da nicht vorstellen. Naja, ein richtiges Flugzeug muss aus Holz sein und mit Plane bespannt. Ich meine, sowas fliegt, das ergibt ja der gesunde Menschenverstand. Aber die Deutschen, die sind wieder mal völlig wahnsinnig und die haben das erste Ganzmetallflugzeug. Das ist einfach so ein fliegendes Stück Metall. Ja, sieht auch genauso aus. Die Junkers J1 fliegen lassen, den Jungfernflug. Okay, das heißt, das ist so ein kleines Flugzeug, was seit nicht aus Holz gebaut ist vorwiegend, sondern aus Metall. Ja, du, das sieht gar nicht aus wie ein richtiges Flugzeug. Ein richtiges Flugzeug ist ein Doppeldecker, hat zwei. Ja, natürlich. Ne? Logisch, ne? Wie kommt man auf was anderes? Macht ja gar keinen Sinn. Und ist halt aus Holz und aus mit Plane bezogen. Ja. Logisch, oder? Also wie wir das halt kennen, ja. Weil umso leichter ein Flugzeug, umso besser fliegt es, würde ich mal sagen. Ne? Natürlich. Und das Ding ist aus Metall und das wiegt fast eine Tonne.
ein Einsitzer, der eine Tonne wiegt. Das ist doppelt so viel wie der Top, wie das aktuelle Top-Jagdflugzeug der Deutschen. Das muss ja hunderte von Propellern haben. Nee, es hat nur ein Sechszylinder-Reihenmotor von Daimler mit 120 PS. Wow, das hätte ich gerne in mein Auto. 120 PS, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie? Ja, und Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. 170 Kilometer pro Stunde. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich so schnell bewegen kann. Ja, das ist schon. Ja. Und jedenfalls, das ist geflogen. Jedenfalls, was ganz spannend ist, also ich glaube, vor diesem Hugo Junkers, der Ingenieur, der das führend entworfen hat, der hat das mit nur 15 Mitarbeitern innerhalb von 3 Monaten gebaut, dieses Flugzeug. 3 Monate? Ja. 15 Mitarbeiter. Wie groß meintest du, ist das Flugzeug? Das hat, muss ich mal in meine Unterlagen gucken. Das kann ja gar nicht so groß sein, weil. Ja, das ist 8,60 Meter lang, hat eine Spannweite von 13 Meter. Und ist 8,60 Meter lang. Das ist 9 Meter lang knapp und 13 Meter. Und wie viel passen da rein? Einer. Ein Mann nur. Ja, und das Ding hat eine Startmasse von 1170 Kilogramm. Eine Fokker E1, ja. Das ist das erste Jagdflugzeug mit synchronisiertem Maschinengewehr. Das heißt, das Maschinengewehr, das ist ja praktisch hinter dem Propeller. Und damit das Maschinengewehr den Propeller nicht anschießt, haben die Deutschen diese Innovation des synchronisierten Maschinengewehrs erfunden. Vorher haben die dann zum Beispiel so eine Panzerung im Propeller gehabt, stellenweise. Das heißt, die haben ihren eigenen Propeller angeschossen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, auf das Flugzeug, in dem ich sitze, zu schießen. Ja, irgendwie auch nicht. Jedenfalls, die Fokker E1 ist Top-Technik, ja. Was Moderneres gibt's nicht. Und das Ding wiegt 400 Gramm. Was 400 Kilogramm, Entschuldigung. Moment, was wiegt jetzt 400 Kilogramm? Die Fokker E3. Was meinst du jetzt mit der Fokker? Die Fokker ist das modernste Flugzeug der deutschen Luftwaffe im Fronteinsatz. Ach so, ich dachte, du redest immer noch von der Junkers. Nee, die Fokker E3, die wiegt 400 Gramm. Und die Junkers, die wiegt 1170 Kilogramm. Und besteht aus 0,1 bis 0,2 Millimeter starken Stahlblech. Okay, das liest du gerade irgendwo ab? Ja, auf meinen Unterlagen. Ach, das beruhigt mich. Ja, auf jeden Fall. Also, aber auch, und vor allen Dingen, also wir beide können es natürlich nicht vorstellen, dass so ein Ding fliegen soll. Ja, warum auch? Und es kam, wie ich kommen musste. Es gab jetzt erstmal dann mein Landeversuch, wurde es schwer beschädigt. Aber es ist schon mal abgehoben. Na, ja, das ist mir klar, dass es wieder runter muss, also dass das gar nicht gut gehen kann. Ja, und da muss auch vielleicht der Verband der deutschen Ingenieure für künstliche Gliedmaßen in Berlin dann eingreifen, wenn diese Flugzeuge weiterverwendet werden. Der was? Ja. Der Verband, es gibt, der? Es gibt einen Verband für deutsche Ingenieure für künstliche Gliedmaßen in Berlin. In Berlin, in Deutschland gibt es aber auch alles. Ja, die brauchen halt alles. Und künstliche Gliedmaßen haben gerade Hochkonjunktur. Aber wenn man mit Metall fliegen will, ja, dann, was soll man dazu sagen? Wo du gerade von Verband und so weiter redest, hast du mitbekommen, dass es eine neue Gesellschaft gibt, also eine neue Verwertungsgesellschaft im Deutschen Reich? Jetzt eine weitere? Für Äpfel? Nein, Knotig. Verwertung für Äpfel oder für Tierkleider? Nein, eine Verwertung musikalischer Aufführungsrechte. Ach, für Musik? Verwertung? Ja, die nennt sich Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte, kurz GEMA. Wobei ich mich wundere, wo das V in der Abkürzung GEMA drin sein soll. Die wurde jetzt gegründet neben dieser anderen da, diese, wie heißt die, AFMA, ich glaube irgendwie Deutsche Anstalt für musikalische Aufführungsrechte oder sowas, ne? Das ist ja die zweite, kennst du ja. Ja, sagen wir mal so, und die verwerten Musik. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Wer braucht sowas? Du weißt, also wenn ich eine Schallplatte habe, dann kann ich die da einfach abspielen, wo ich will. Also, hä? Sage mal, Klotwig, wo lebst du denn? Du hast ja, ich denke, du bist schon seit Jahren im Deutschen Reich unterwegs und kennst dich da aus mit der Politik. Ich kann mir doch nie so richtig Schallplatten leisten. Ah. Soll ich dir mal eine kleine Geschichte geben? Der Verwertungsgesellschaft. Hast du Verwertungsgesellschaft. Also es gibt jemanden, der ein Problem damit hat, wenn ich die Musik, die ich mir im Laden kaufe, vorspiele oder damit mache, was ich will. Hast du mal was von dem Zuckerwasserprozess gehört? Nein. Ach, wann war der Zuckerwasserprozess? Das ist in Frankreich, in Paris gewesen, 1800, was in den 1840ern, ich glaube 1847.
Da saß ein Musiker, ein Komponist namens Bourget. Kennst du den? Nee. Ach. Gut. Keine Schallplatten. Naja, jedenfalls hat Bourget Musik gemacht und saß eines Abends in einem Pariser Café und hat mitbekommen, dass man dort seine Musik gespielt hat. Und er hat das aber nie genehmigt, dass man seine Musik spielen durfte. Ja. Und als dann die Rechnung kam, hat er sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen. Schließlich macht der Wirt mit seiner Musik Profit und beteiligt ihn gar nicht dran. Okay. Und das hat dann zu einem riesigen Rechtsstreit geführt und dann nannte sich Zuckerwasserprozess, weil nämlich dieser Herr Bourget Zuckerwasser getrunken hat. Das war damals in Mode. Wie ist der ausgegangen? Was glaubst du denn? Dass der kleine Musiker wieder leer ausging, nicht wahr? Ja. Falsch. Dem Herrn Bourget wurde Recht zugesprochen und es kam ein Gesetz, das sozusagen das ist das Urheberrecht. Also der Urheber von musikalischen Stücken muss seine Zustimmung geben, dass man seine Musik in dem jeweiligen Ort auch spielen darf. Auch wenn ich schon die Schallplatte bezahlt habe. Ja, natürlich. Teuer. Wenn du damit Profit machst und das in deinem Café abspielst, natürlich. Aber ich habe ja schon bezahlt dafür. Ja, du hast einmal bezahlt, dass du dir die privat jedes Mal anhören darfst. Aber wenn ich mir eine Hose anziehe und damit in mein Hotel rumlaufe und alle, weil sie meine Hose so toll finden, ins Hotel gehen, mache ich ja auch Profit mit der Hose. Und es gibt keine Verwertungsgesellschaft für Hosen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer braucht denn sowas? Das hat damit zu tun, dass er, falls du dich noch dran erinnern kannst, gut, da warst du noch ein kleines Baby, im letzten Jahrhundert, im 19., da gab es ja noch die ganzen Höfe. Und da wurden regelmäßig Musiker eingeladen, um dort Musik zu komponieren, Musik zu spielen und so weiter. Und das wurde von den Höfen, wurde das unterstützt durch, es wurde subventioniert. Und das ist allerdings jetzt in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts ja weggefallen. Und dann steht der arme Musiker, der ernste Musik macht, steht auf der Straße und wird halt nicht mehr bezahlt für seine Musik, ne? Weil der profitgierige Kaffeebesitzer seine Musik einfach stiehlt und ihn nicht an dem Profit beteiligt. Da muss man sich schützen. Und das hat sich auch, falls du ja, kennst du Herrn Strauss hier, den berühmten Musiker? Nein, ach doch, den Richard Strauss? Ja, den kenne ich. Kennst du auch Hans? Ja, klar, den kennt man. Ja, und Hans Sommer und Friedrich Rösch? Die kenne ich wieder nicht. Ja, das war mir klar. Aber jedenfalls haben die drei Keine Schallplatten. Ja, ist auch egal. Jedenfalls haben die 1903 ihre eigene Verwertungsgesellschaft im Deutschen Reich gegründet. Die nannte sich AFMA. Und die hat sich, also nach diesem Zuckerwasserprozess gab es halt in Frankreich auch eine Verwertungsgesellschaft, die halt gegründet wurde, um die Urheber zu schützen. Und, okay. Und der Richard Strauss fand das sehr sinnvoll und hat das halt mit zwei anderen auch gegründet. Eine Verwertungsgesellschaft und die nannte sich AFMA. Ich glaube, 1903 wurde die gegründet für vorwiegend. Hast du schon mal was von E-Musik gehört? Ernste Musik. Musik. Und U ist Unterhaltungsmusik. Genau, das ist ja ein Begriff. Ja, das weiß ich dann doch. Genau, und dieser AFMA, die schützt, die ist nicht profitorientiert, die sammelt einfach von also wenn du jetzt ein Café betreibst, da musst du sagen, ich habe jetzt von dem und den Herrn dieses Stück gespielt und da musst du einen gewissen Anteil an diese Anstalt geben und die teilen das dann auf. Und weißt du jetzt, ehrlich, also rein philosophisch, in einer akademischen Welt ist das richtig. Da bin ich bei dir, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Hotel, ich verdiene mit Musik Geld und irgendwie muss der arme Künstler davon was abhaben, der die künstlerische Leistung erbracht hat. Nur, wir leben halt nicht in der akademischen Welt. Das ist der letzte Scheiß. Und ich sag dir auch genau warum, weil jetzt hast du diese Verwertungsgesellschaft und jetzt geht's halt los. Wo fängt das an? Also wann mache ich mit Profit mit Musik und wann eben nicht? Und wer kontrolliert das? Und jetzt hat man sich da diese Gesellschaft erschaffen und das lässt sich einfach so nicht umsetzen. Also ich rieche Probleme am jeden Ende. Das erste Problem war ja schon. Und Frust für alle und der normale Menschenverstand. Ja, jetzt hast du es mir erklärt, ich habe es so ein bisschen verstanden und ich verstehe jetzt so ein bisschen, worum es geht. Der schnallt das doch nicht. Also das ist. Das erste Problem war ja schon, also ich bin da zu Teilen bei dir. Also ich finde auch,
dass man unbedingt den Musiker dran beteiligen muss. Ja, es das gab, kann man schon, okay. Es gab jetzt Probleme, deswegen wird jetzt noch eine zweite Verwertungsgesellschaft gegründet. Das ist, du weißt ja gar nicht, hast du jetzt überhaupt verstanden, warum die zweite gegründet wird? Nee. Naja, wie gesagt, E- und U-Musik und die ganzen U-Musiker, die Unterhaltungsmusik machen, die haben sich stark benachteiligt gefühlt jetzt in dieser AFMA, weil, also man muss schon, man kann schon sagen, dass der Richard Strauss im Hinterkopf hatte, dass man zwar die U-Musiker, dass man sich von denen auch die Anteile mit in die Kasse, in die gemeinsame Kasse schafft, die Geldmittel, aber der hat es halt mehr auf E-Musiker aufgeteilt, das Geld. Mhm. Also die waren nicht profitorientiert und da haben sich jetzt die ganzen U-Musiker gegen gewehrt und haben jetzt eine eigene Gesellschaft gegründet, die vorwiegend nur für U-Musiker ist. Das ist jetzt diese GEMA. Also es gibt jetzt zwei Verwertungsgesellschaften, das ist doch Irrsinn. Auch das ist schon völlig bekloppt. Zum Beispiel in Frankreich, habe ich dir auch gesagt, wurde ja auch eine gegründet, die machen gar keinen Unterschied zwischen E- und U-Musik. Ist ja auch total bekloppt. Ja, ja, natürlich. Ab wann ist denn U-Musik U-Musik und ab wann ist E-Musik E-Musik? Ja, aber auch ab wann macht man mit Musik Profit? Also das sind alles 1000 Grauzonen. Also ich denke mir immer, jetzt von der Makroperspektive, wenn man irgendwas macht, welchen Nutzen stiftet es, ja, und welchen Ärger bringt es? Und ich sehe hier ungefähr gefühlt unendlich viel Ärger und nur Nutzen für ein paar Musiker. Naja, deswegen finde ich das den komplett falscher Ansatz. Ja, naja, es ist ja auch fragwürdig, was ist denn, wenn ich jetzt in Österreich, Ungarn deutsche Musik spiele? Muss ich dann was zahlen? Ja, gute Frage. Da geht's halt schon mal los. Genau, und deswegen hat auch. Rein philosophisch gesehen, ja, aber. Pass auf, und deswegen haben ja jetzt auch diese Gesellschaften Verträge mit anderen Verwertungsgesellschaften aus Österreich, Ungarn gemacht. Ja. Also, wenn das so weitergeht, dann hat bald jedes Land mit jedem anderen Land der Verwertungsgesellschaft auf dem einen Land mit jeder Verwertungsgesellschaft auf dem anderen Land irgendwelche Verträge, wer wann von wem unter welchen Bedingungen Geld zahlen muss und zahlen darf und zahlen kann und wann nicht. Also, ich sehe da ein riesiges Konstrukt von Verwertungsgesellschaften in der Zukunft auf uns zukommen. Vor allen Dingen, das behindert doch die Kunst. Also die Kunst lebt doch davon, dass man sich gegenseitig zitiert, dass man die Musik halt hört. Ja, und wenn Musik öffentlich nicht gespielt werden kann, weil man arm wird, weil man irgendwelche Beträge abzahlen muss oder alle sind verunsichert. Ey, wenn ich diese Musik jetzt öffentlich wiedergebe, darf ich das oder komme ich dafür ins Gefängnis oder muss so viel Geld zahlen, dass ich dann pleite bin, dann wird weniger Musik gespielt werden. Und, ja, an welche Verwertungsgesellschaft muss ich zahlen? Wenn aber das ist genau, das heißt, man lässt es halt dann, ne? Ja, also ich bin gespannt, vielleicht kommt demnächst noch eine dritte Verwertungsgesellschaft im Deutschen Reich, die gegründet wird, die dann nur für P-Musik, primitive Musik ist oder was, ich weiß es nicht. Ich meine, Gott sei Dank haben wir nun, also an der Stelle ist es ja nicht ganz unglücklich, dass wir im Deutschen, also das im Deutschen Reich, dass die Deutschen, die haben ja nur eine, also die haben, da hat der Kaiser ja noch sehr viel zu sagen. Demokratie ist ja eine mildere Form. Eigentlich müsste man mal versuchen, da nach dem Motto Entscheidung von oben sowas zu verhindern. Ich glaube, der Kaiser hat gerade ganz andere Probleme. Ja, leider, ja. Das machen die ganz geschickt jetzt. Ja. Na gut. Deswegen, ich weiß gar nicht, die Schallplatte, die du am Anfang nicht gehört hast, ja. Ob es da jetzt, da muss ich da auch noch mal gucken, ob Österreich-Ungarn da die Verwertungsgesellschaft, die da irgendwelche Ansprüche denn hat. Weil das könnte ja auch Musik sein, die da, ich weiß es nicht. Ich habe es mir noch nicht ganz angehört. Überwacht ja niemand Telefongespräche, von daher passt das schon. Nein. Ich glaube auch niemand hat die Absicht, Telefongespräche abzuhören. Ich muss dich jetzt leider ganz stark unterbrechen, ganz abrupt unterbrechen. Ich hab Rentierfleisch auf dem Herd. Das muss jetzt mal fertig gemacht werden. Was? Ja, Rentierfleisch. Ich musste mir ja die Schallplatte, die wurde ja auf dem Schloss Schönbrunn, ja, wurde die ja aufgenommen und dann war ich da und habe mir auch gleich aus dem Deutschen Reich Rentierfleisch mitgenommen. Das kommt ja jetzt gerade aus Schweden in Massen. Also ich war ja nicht direkt bei Schönbrunn. Ich war beim Deutschen Reich, um mir das abzuholen. Ja. Und da habe ich mir gleich Rentierfleisch gekauft. Das kam jetzt aus Schweden in Massen auf den deutschen Markt. Und wie hast du das gekauft? Also mit was? Wie mit was? Mit Geld. Okay. Und war das ein Problem? Naja, es ist halt generell ins Deutsche Reich zu kommen über die Speise ist gerade nicht sehr einfach. Da muss man auch Beziehungen haben, um nicht in gewisse Kontrollen zu kommen.
Warum hast du dir das überhaupt mitgebracht? Ich möchte ja kein heimisches Rindfleisch möchte ich jetzt hier nicht essen. Das ist, ich dachte Rentierfleisch, warum nicht? Ach so, mal was Neues. Ja, natürlich. Aber gut, ich muss jetzt auch los, Ludwig. Ja, ich gönne dir auch dein Rentierfleisch. Lass es dir schmecken. Ja, ich weiß gar nicht, hören wir uns nochmal vor Weihnachten? Wenn nicht, dann wünsche ich dir schon mal ein sehr frohes Fest. Eine besinnliche Weihnacht. Wünsche dir auch dir, deiner Familie, eine besinnliche Weihnacht und ein frohes Fest. Frohes Fest. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, hallo, hier sind nochmal der Luis und der... Und der Steffen, hallo. Und wir wollen euch auch in dieser Folge die Werbung von vor 100 Jahren nicht vorenthalten, denn auch wir müssen Geld verdienen. Ja, mit Werbung von vor 100 Jahren. Ja, genau. Also ich meine, hier ist alles von vor 100 Jahren, auch die Werbung. Wir müssen das nehmen, was wir haben, um die Kohle, ne, einzufahren. Ja, diesmal haben wir uns was rausgesucht aus der Zeitung Wiener Bilder vom 19. Dezember 1915. Und genau, und ich fange an. Was hast du denn rausgesucht? Genau, also ich habe mir eine Werbung für Kondome rausgesucht. Ah ja, dann trag mal vor. Diese Wiener Bilder, das sind super. Ja. Olla ist nachweisbar die beste hygienische Gummispezialität. Volle Garantie, überall erhältlich, Preisliste gratis. Olla Gummizentrale Wien, Praterstraße 57. Bei besonders bevorzugte Sorten sind die Nummer 1203 und 1204. An Wiederverkäufer Muster gratis. Aha, Gummizentrale. Mhm. Also wer Kondome kaufen will, geht in die Gummizentrale in Wien. Von vor 100 Jahren. Gut, ich habe ja auch noch etwas. Das ist nicht ganz so spektakulär wie eine Kondomwerbung. Nasenröte, gefrorene Hände. Infolge von Kälte, Hitze, Verdauungsstörungen, Nervosität und so weiter. Vorzügliches Mittel gegen vergrößerte Poren und Blutäderchen. Keine Salbe, Puder oder Schminke. Bleicht die Haut, verleiht eine natürliche Frische und Geschmeidigkeit. Sofortiger Erfolg und absolute Unschädlichkeit. Probetiegel gegen Einsendung von 60 Heller in Briefmarken. Großer Tiegel, 3 Kronen. Und das kann man kaufen bei DM Müller Wien, 1. Wallner Straße 1, Ecke Kohlmarkt 8, Schönheitspflege Neuheiten. Werde ich gleich mal hingehen, Luis, wenn ich in Wien bin. Ja. Du hast noch eine zweite Werbung. Ja. Schönstes praktisches Weihnachtsgeschenk. Kaffeehag Weihnachtsdose aus limitierten Altsilber. Inhalt ein halbes Kilo koffeinfreier Kaffeehag. Und damit wünscht der Verhundert-Podcast euch allen eine besinnliche Weihnacht. Frohes Fest.